Moin und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Video. Ja, herzlich willkommen zur weiteren Folge der Frau aus der Britannia-Karriere. Und es tut mir auf jeden Fall leid, dass da die ganze Zeit ein Wäschestuhl, beziehungsweise da war meine Wäsche drauf, ist ein Stuhl. Weil ihr merkt ja, ich nehme mehrere Folgen am Tag auf und ja, ich merke gerade erst jetzt, dass dieser Scheißstuhl die ganze Zeit in den Folgen zu sehen war, also in den letzten zwei, die jetzt am Montag und am Mittwoch erschienen sind. Und Gott, wie dumm kann man sein? Dieser Kerl hier ist so dumm. Aber gut, letztes Mal haben wir wieder knapp gewonnen. Bei mir war irgendwas los. Ich weiß auch nicht warum. Da war irgendwas los. Also wirklich 0-0 gegen Freiburg und 1-0 gerade noch so gegen Duisburg. Also ich glaube, das ist irgendwas. Ich probiere einfach wahrscheinlich zu viel aus. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall geht's jetzt weiterhin gegen Duisburg. Ich habe auf jeden Fall gerade noch mal geguckt. Wieder so Statistik. Wir sind Dings hier. Fischer ist gerade Top-Torjäger. Das sieht doch gut aus. Ja, Team-Statistik. Achso. Können wir nochmal bei uns gucken. VfL Osnabrück. Einsätze 7, 9, 26. Junge, 17 Tore in der. Alter, 17 Tore in der ganzen Liga, ey. Das gibt's da auch nicht. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns dann im Spiel. So. Auf jeden Fall gucken wir mal hier. Wir sind in Dresden unterwegs. Und die werden wir natürlich heute erstmal weghauen. Ich hasse Eckbälle immer noch in FIFA 23. Aber gut. Ach ja. Oh! Was? Das war auch abseits der. Was? Das macht wieder keinen Sinn, alles klar. Okay, was macht sie mal? Ja, okay. Oh, Mann, Fischer! Ah, oh Mann, okay. Ich verstehe jetzt nicht, was Fischer eigentlich gerade, was bei dem eigentlich gerade so abgeht. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit abseits? Ich verstehe es einfach nicht, warum meine ganzen Leute die ganze Zeit ins Abseits rennen. Guck mal. Hauptsache die. Hühn, Alter, Junge, er ist da. Okay, Digga, ich krieg einfach keine Chancen. Eine Chance gekriegt und. Okay. Digga, chillig. Was war das für ein komisches Spiel? Es macht sogar. Ja, guck mal, hier ist schon wieder 9 Unentschieden. Ich verstehe dieses Spiel so langsam nicht mehr. Was macht das denn? Ach komm. Eine Chance gehabt. Also wirklich echt. Was hat denn VfL die ganze Zeit über im Spiel gemacht? Ah, natürlich hat man wieder ein. Nein. Aber gut, wir gehen dann mal ins nächste Spiel. Hoffentlich gewinnen wir das mal. Ey, das kommt. Im Moment gewinne ich so extrem wenig. Ich weiß noch. Also auf jeden Fall, das ist also wirklich meine Spielweise. Das ist auch wirklich gerade der letzte Dreck. Also gut, jetzt geht's erstmal gegen Bayreuth. Ich hoffe mal, da läuft's mal besser, dass wir auch mal Tore schießen können. Ich meine, auch Profi ist halt eine gute Herausforderung für mich, aber dauerhaft nur Freischüsse oder so Ecken oder sowas zu haben, ist auch scheiße, oder dass die Gegner dann irgendwie Chancen haben. Und das ist dann auch alles doof. So. Ey, guck mal, wie die alle darauf geiern, mir den Ball abzunehmen. Da kann ich doch gar nichts machen. Guck mal, wie weit hinten Fischer ist. Das muss ich mit Simakalo das Tor machen, oder was? Ey,
Was haben die alle für Torwerte? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, ey, wirklich. Oh, ich habe ihn gehalten, endlich. Fischer macht einfach... Guck mal, vorhin beim Alleingang. Wo war Fischer? Warum stand er denn so weit hinten? Was soll das denn jetzt? Guck mal. Ich verstehe... Warum steht er immer im Abseits? Guck mal, die passen doch alle nicht zu Fischer. Warum denn auch nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, okay, wegen das, genau. Genau wegen dem. Ich will mit Fischer Tore machen und... Ja, ich mache demnächst einfach gar keine Tore mehr mit Fischer, ganz ehrlich. Weil wenn der nämlich schon so spielt... So! Wenn er nicht bei... also wirklich, der macht einfach gar nichts. Es endet immer nur mit 1-0. Das fuckt mich auch so langsam wirklich echt ab. Ich weiß echt nicht, wie es weitergehen soll, weil, ganz ehrlich, ich... Mann. Da steht jetzt wenigstens ordentlich 2 Tore vorne, dass ich erstmal auch mal andere Leute schießen lasse. Danke. Dass ich nicht mal immer so mit Fischer schießen muss, weil ich möchte ihn auf jeden Fall auf Top-Torjäger, auf den Top-Torjäger-Status bringen. Sonst, wie in der letzten Folge gesagt, muss ich dieses Projekt abbrechen, beziehungsweise muss ich das Projekt dann beenden in der dritten Liga, weil wir dann auch nicht in der dritten, also wir werden dann zwar in die zweite Liga gehen, aber da wir dann kein Top-Torjäger sind, so. Gut, dann gehen wir halt ins nächste Spiel, meine ich. Ich habe gerade mich kurz gefreut, dass wir VfL gegen Aue spielen können, heim. Jetzt habe ich es schon verraten. Ja, das Spiel gegen Aue. Aber wir haben ja schon heim gespielt, deswegen werden wir die dann wieder 3-1 wegklatschen, hoffentlich. Ja. Originalaufstellung kann ich ja nicht machen, weil ich habe, glaube ich, ein paar Spieler der Originalmannschaft verkauft habe und deswegen haben wir mit der besten Mannschaft auftreten. Aber na gut, egal. So, ich hoffe, das ist jetzt Fischer, dass der auch mal ein Tor machen kann. Oh, das ist Fischer, das ist Fischer, das ist Fischer! Ich mache extra diese angeschnittenen Schüsse, damit er... Oh, damit er sicher trifft. Und nein, er macht's genau dran vorbei. Ey, was ist denn los? Hier. Guck mal, jetzt kriegt nur Aue wieder... Ich verstehe dieses Prinzip von Höhepunkte spielen. Nicht, wenn der Gegner immer nur Chancen kriegt. Danke, dass ich auch mal eine Chance kriege. Ja. Mann, wenn ich mal was versuchen will. Das klappt einfach überhaupt gar nicht mehr. Jetzt mache ich einfach Scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach Tore, wie es mir lieb ist. Am Arsch 3-1, ey. Danke. Wenn das jetzt wieder... Ich kotze wirklich, wenn das Spiel jetzt wieder 1-0 ausgeht. Gut ins Eck. Gut ins Eck gehauen. Oh, natürlich ein Konter für Erzgebirge Aue. Na klar. Was denn noch sonst? Ich lass mich so langsam verarschen hier von dem Spiel. Wirklich echt. Okay. Digga.
Bruder. Bruder, hallo. Nix da. Und es geht wieder 1-0 raus. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich echt kotzen. Wenn das nur noch 1-0 ausgeht, dann wirklich. Und das ist immer durch einen Elfmeter. Immer. Und das muss, das darf einfach nicht sein. Wie sieht das denn aus? Die ganze Zeit nur 1-0 und dann durch einen Elfmeter. Das sieht doch scheiße aus. Ich habe gerade geguckt, es sind nur noch 3 Spiele bis zur nächsten Liga. Das heißt, wir haben jetzt 3 Spiele noch, wir werden jetzt in den letzten 3 Spielen noch nicht die B-Mannschaft benutzen. Wir werden jetzt in den letzten 3 Spielen in der nächsten Folge gucken, ob wir dann den Top-Torjäger-Rang erreichen oder nicht. Und dann wird sich entscheiden, ob die VfL-Karriere weitergeht oder eben nicht. Aber das war's mit der heutigen Folge der VfL-Trainerkarriere. Lasst ein Like da, ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auf jeden Fall bei den anderen Parts vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und ciao.